Lá. Hallo! Mal wieder, seit Monat glaube ich jetzt schon wieder her, dass ich mich mal gemeldet habe mit einem kleinen Infovideo, was da passiert ist in meinem Laptop, weil der ist abgekackt. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen Pause gehabt, eine ungewollte Pause, und deshalb mache ich mal ein kleines Infovideo mal wieder. Weil alles jetzt funktioniert wieder. Mein neuer PC ist da von XMG Prime. Wenn ich nicht vergesse, ist der Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen, da kann man selber zusammenstellen bei XMG. Aber andere Geschichte. Das Neue, es ist jetzt so, ich habe ein neues Aufnahmeprogramm und da muss ich als erstmal schauen, wie das alles funktioniert am besten, wie ich am besten die Qualität hinbekomme. Und so, ich weiß, die Qualität von diesen Videos ist nicht das Beste wegen meiner Beleuchtung, weil die ist echt kacke. Nur kackscheiß Lampen, die was eigentlich kein gutes Licht haben, sondern so ein, kein weißliches, sondern eher so ein warmes Licht, kann man das sagen, so, ich weiß nicht. Vielleicht hole ich mir noch so Softboxen oder so zwei, damit ich gut beleuchtet bin, auch bei den nächsten Videos dann, dass die Qualität besser wird. Ich habe noch Essen zwischen den Zähnen. Das ist nicht so angenehm beim Reden. So, mein neues Mikrofon, wie ihr alle schon mal. Habt ihr schon gesehen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Hab ich wieder vergessen? Egal. Das Kabel, da hängt auch wieder runter. Das hasse ich so. Im Augenwinkel sehe ich immer, dass das runterhängt. Und dann muss ich es immer rauf tun. Das ist voll die Krankheit schon. Das ist ekelhaft. Aber andere Geschichte, wie ich sagen wollte. Ich mache nämlich eine neue Umstellung von meinem generellen Kanal. Nämlich, jetzt ist gerade so gewesen: Naruto und Dishonored. Und das ist nicht so cool, weil. Ups, ich hoffe, man hat es nicht so stark gehört. Naruto lasse ich sowieso. Das kommt bei euch total cool an. Finde ich auch total cool, weil das Spiel mir auch an sich so sehr gut gefällt. Dishonored gefällt euch überhaupt gar nicht oder fast am wenigsten. Also dachte ich mir, tu mir das mal weg. Das mache ich dann irgendwie privat, durch das oder ich kann streamen mal. Das Spiel, aber so alleine jetzt fürs Let's Play ist jetzt nicht so perfekt. Ich dachte mal, ich möchte das so. Naruto kann ich ja nicht jeden Tag bringen, weil dazu brauche ich den Sebastian. Aber der hat nicht jeden Tag Zeit. Auch wenn ich gerne möchte, dass er Zeit hätte und er auch. Aber es geht nicht. Wegen Privat und Schule und so Zeugs geht das nicht. Dachte ich mir so, ich mache mal zwischendrin. Immer so abwechselnend. So als an einem Tag vielleicht irgendwelche Minispiele wie Happy Wheels oder sonstige witzige Spiele, wo ich das cool zusammenschneiden kann, zusammencutten kann, mit coolen Effekten und allem drum und dran, damit das auch für mich auch interessanter und lustiger wird, die Sachen zu schneiden und auch mehr Lust daran habe, Videos aufzunehmen. Und andere Sache ist dann, und dann den restlichen Tag entweder Naruto, wenn ich kann zum Aufnehmen, wenn ich dazu komme, alles aufzunehmen. Und sonst halt andere Spiele. Vielleicht ich habe jetzt dann sowieso noch eine Let's Challenge dann vor. Oh, scheiße, ich habe schon was verraten. Egal. Ein neues Let's Play, ein neues Format. Auf meinem Kanal und auf dem Rusty Cheese seinem Kanal. Kanal ist unten verlinkt von ihm. Er fängt gerade erst dann an. Und ich fasse mir da auf die Nase. Wie? Ich bin. Oh! Vicky und die starken Männer. Kennt ihr das noch? Ich weiß es nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es schon noch aus meiner Kindheit. Aber das Essen zwischen den Zähnen ist echt richtig ekelhaft. Ja, wie ihr gesehen habt, neues Intro für mich nämlich, ja, von mir. Ja, was cool ist, meine ganze Grafik und allem drum und dran, war auf dem alten Laptop oben, der was da hinten liegt. Da drauf sind alle meine ganzen Avatare, was ich gemacht habe, meine ganzen Bilder dazu, was ich alles gemacht habe, die ganzen Kanaldesigns, alles da drauf gewesen, alles weg. Richtig ekelhaft. Ich muss alles noch einmal nacharbeiten und das ist nicht so einfach, weil ohne Photoshop ist das sehr anstrengend mit GIMP. Und andere Programme, das hin so hinzubekommen, ohne dass es scheiße aussieht. Jetzt nehme ich gerade mit Open Broadcast auf, falls auch noch wen interessiert. Wir nehmen schon 5 Sekunden auf, nämlich 5 Minuten. Okay, wollte ich nur wissen. Das neue Programm ist noch leicht verwirrend für mich, Open Broadcaster, aber ich schaffe das schon irgendwie. Also, kleiner Überblick von meinem jetzigen Stand, wie es so ist. Ich mache jetzt wieder Videos, es kommen auch wieder welche. Ich fange wahrscheinlich am Wochenende an. Weil die Woche ist es noch ein bisschen stressig so, aber ab Wochenende fange ich dann wieder an mit Aufnehmen und so. Kommt wahrscheinlich dann entweder Sonntag ein Video, fangt es dann an, oder ab 1. Montag muss ich schauen, wie es am besten für mich passt. Und dann geht es regelmäßig wieder mit Videos von mir. Hoffe ich, dass ich das schaffe. Wäre wunderschön. Das Müsli, das ich gerade gegessen habe, ist so bröselig, dass die ganzen Brösel im Hals irgendwie hängen bleiben und dann muss ich da auch nicht mehr so komisch schlucken. Das ist richtig komisch. Ich hätte nichts essen sollen. Oh mein Gott, ich muss sterben. Ja, das war es im Großen und Ganzen von meiner Situation, von dem Kanal her und von meinen Aufnahmeprogrammen her. Weil meine alten Programme bekomme ich jetzt nicht so schnell und die sind jetzt irgendwie alle Sachen irgendwie am Arsch. Jetzt muss ich neue Programme suchen, die was gut sind. Bis zum Wochenende kommt dann mal
Vielleicht kommt noch ein Video, vielleicht schaffe ich, dass ich irgendwas hochlade, irgendwas nebenbei, noch ein kleines Minispiel oder so. Ja. Danke fürs Zusehen, Freunde, und. Düdelidü.